Gleich ein Pressestatement. Es geht um die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Seit den schockierenden Missbrauchsfällen von Münster hat die Debatte um härtere Strafen für Kindesmissbrauch bundesweit an Fahrt aufgenommen. Die Bundesregierung will dazu heute einen Gesetzentwurf beschließen. Dieser Entwurf von Justizministerin Lambrecht sieht schärfere Strafen, eine aktivere Strafverfolgung und eine Verbesserung der Prävention vor. Gleich werden wir Ihnen das Live-Statement natürlich übertragen, sobald es in Berlin losgeht. Vorher schauen wir auf das Thema Corona in Deutschland.